Essattacken gehörten genauso zu ihrem Leben dazu wie Zeiten des Verzichts und der Disziplin. Nach einem Zusammenbruch mit Angstzuständen und Suizidgedanken begann für Maria Sanchez ein langer Weg der Heilung. Was daraus entstand, hilft heute vielen Menschen auf ihrem eigenen Weg. Herzlich willkommen bei Wertvoll. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Herzlich willkommen, Maria Sanchez. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Danke sehr. Das Thema Essen und das Thema Gewicht, das war in Ihrer Kindheit sehr zentral. Ja, es war sehr zentral. Warum? Seit meiner frühesten Kindheit war ich schon übergewichtig. Oder es hieß immer, ich sei zu dick. Ob ich nun wirklich so zu dick war, weiß ich nicht. Aber für meine Familie damals war ich einfach zu dick. Und, das haben die Ihnen so gesagt? Ja. Maria, du bist zu dick. Ja, das war oft ein Streitthema auch in unserer Familie. Und so habe ich ganz früh schon wirklich diesen Stempel aufbekommen, weil ich wirklich das geglaubt habe natürlich, was gesagt wurde. Und so bin ich eingestiegen in einen Kampf, dass ich einfach nicht so sein wollte, wie ich aussah, wie ich war. Und ich habe viel, viel später erst für mich erfahren, dass das Essen mir geholfen hat, sehr schwierige, unaushaltbare Empfindungen aushaltbar zu machen. Und das war aber wirklich sehr viel später. Ich war viele, viele Jahre in ganz großen Kampf mit mir selbst. Was waren das für schwierige oder für Situationen, die Sie da aushalten mussten? Ja, also meine Kindheit ist von viel Gewalt begleitet in unterschiedlicher Form. Und ich habe das getan, was alle Kinder tun. Ich habe mir selbst die Schuld daran gegeben. Für mich war ganz klar, mit mir stimmt etwas nicht. Wenn ich doch irgendwie anders wäre, dann wäre es alles besser, dann würde diese Gewalt aufhören. Und das Gewicht war halt das, wo ich das ganz stark festgemacht habe. Also für mich war klar, wenn ich schlanker bin, bin ich liebenswerter. Und wenn ich liebenswerter bin, hört die Gewalt auf. Und so wurde es zu einer wirklich fixen Idee, unbedingt abnehmen zu müssen. Aber auch in Phasen, wo ich schlanker war, ich hatte auch lange Phasen, da war ich das, was ich in meinen Büchern eine dünne Dicke nenne. Also eine Übergewichtige in einem künstlich schlanken Kleid durch Ernährungspläne, durch Sportprogramme oder Diäten. Und auch in diesen Phasen, in denen ich eigentlich von außen betrachtet schlank war, fühlte ich mich immer zu dick. Ich hatte unglaubliche Angst, dass dieses Essensmonster, wie ich es damals genannt habe, den inneren Schweinehund, den es wirklich nicht gibt, den gibt es nur, wenn man auf dieser Kampfebene unterwegs ist. Aber damals war ich das und ich dachte, es gäbe ein Essensmonster. Und ich war in größter Obacht, dass dieses Monster nicht wieder sofort das Steuer ergreift. Aber das war natürlich nur eine Frage der Zeit, wann es dann doch wieder kippte. Und ich fand mich sehr stark essend wieder in ganz schlimmen Situationen für mich damals. Das heißt, die schlimme Situation hat dann so eine Essattacke ausgelöst? Oder war es eher, dass Sie sich danach dann schlecht gefühlt haben, weil Sie dann nicht das Essensmonster besiegen konnten? Genau. Es ist ja so ein Phänomen beim emotionalen Essen. Wir essen, weil wir mit bestimmten Emotionen, weil wir denen nicht begegnen können. Und es braucht auch ein bisschen, um zu lernen, ihnen zu begegnen. Aber dann, wenn wir einmal essen, bei mir war es zumindest so, und ich erlebe das natürlich auch als Therapeutin bei meinen Klienten, dann kann es sein, dass man einen Essanfall hat, weil man gerade einen Essanfall hatte. Aus Frust? Aus Frust, aus dem Empfinden, es wird sowieso nie was, ich bin eine Versagerin, jetzt ist das doch sowieso egal. Mhm. Und dann essen wir auch gegen diese Empfindung, weil es tut ja auch weh, ne? Ist ja auch ein Schmerz, ein emotionaler Schmerz, essen wir gegen den an. Und so landen wir ganz häufig in einer Abwärtsspirale und die kann wirklich sehr, sehr grausam sein. Haben Sie da keine Hilfe bekommen? Also das ist ja ein Kampf, der hinterlässt ja auch Spuren. Da muss ja irgendwann mal jemand drauf aufmerksam werden. Als Kind kann man das natürlich nicht reflektieren, das ist klar. Mhm. Aber war da niemand, der gesagt hat, Maria, was ist los? Nein. Nun muss man auch sagen, damals war es auch eine etwas andere Zeit. Heute ist das Thema emotionales Essen ja schon sehr bekannt. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da wussten viele überhaupt nicht, was das eigentlich ist. Dann wurde ich ständig gefragt, emotionales Essen, ist es so ein sinnliches Essen oder was ist das? Also es ist ja genau das Gegenteil von dem. Aber damals war es so, dass ganz klar war, es gab nur
man ist oder ich bin diszipliniert und dann bin ich in Ordnung, oder ich bin nicht diszipliniert beim Essen und dann bin ich nicht okay. Und was für mich so schlimm war und was ja viele emotionale Esserinnen und Esser auch kennen, ist, in ganz vielen anderen Bereichen konnte ich mich disziplinieren. Nur beim Essen entglitt mir immer wieder die Kontrolle. Und das Essen war aber, wie ich ja eben sagte, nur ein Anzeiger dafür, dass es schwer aushaltbare Gefühle oder Empfindungen, Emotionen gab. Und es gab natürlich noch andere Anzeichen. Ich hatte eine schwere Angststörung seit meiner Kindheit. Und da ist es so, weil Sie ja eben auf die Hilfe ansprachen, beim Essen kam mir das gar nicht in den Sinn mit Hilfe. Für mich war immer wieder klar, ich muss mich kontrollieren. Dann nur überwinden und dann genau, geht's. Genau, ne? Ich muss mich am Riemen reißen. Aber beim mit meinen Ängsten. Meine Familie hat natürlich mitbekommen, dass vor allen Dingen nachts es sehr schlimm war. Ich habe dann viel geschrien und hatte sehr viele Ängste. Aber erst mein erster Freund mit 16, als ich dann anfing, bei ihm zu übernachten, der hat dann gemerkt, was eigentlich los ist und war schockiert und meinte auch zu mir, das sind wie zwei verschiedene Personen tagsüber und nachts. Die Albträume oder wie haben Sie die Angstzustände gesagt? Genau, ich habe Albträume hatte ich auch, aber das war gar nicht so der Punkt. Es gab ab einer bestimmten Uhrzeit nachts, und heute weiß ich, dass es auch implizite Erinnerungen sind, ne, gepaart eben mit der oder verbunden mit der Tageszeit, habe ich nicht mehr gewusst, dass mein Freund ist. Für mich war er plötzlich ein Täter. Und dann habe ich unglaublich viel Angst bekommen zu sterben und habe dann viel geschrien und viel geweint. Und er hat mich eben in diesen Situationen erlebt und wusste gar nicht, was er machen sollte. Und hat dann mir gesagt, ich kann so nicht mit dir sein. Du musst wirklich dringend Hilfe haben. Und das wollte ich damals auf keinen Fall. Damals war ich eben noch in diesem Kampfmodus und dachte, ich brauche keine Hilfe. Ich kann das alleine. Das kriege ich schon irgendwie wieder in den Griff. Ich muss mich nur ein bisschen mehr anstrengen. Und dann war klar, das wird so nichts. Und dann hat er mir wirklich gesagt, wenn du dir keine Hilfe holst, können wir nicht zusammen sein, weil das ist nicht normal, was hier passiert. Und dann bin ich mit 16 Jahren zu einem Psychiater gekommen, ein ganz lieber Mensch. Und mit dem habe ich angefangen, Therapie zu machen, oder er mit mir. Aber ich war in so tiefster Loyalität zu meinen Eltern, dass ich mich einfach gar nicht getraut habe, Dinge dort zu erzählen. Und er hat dann irgendwann mal einen Satz gesagt, der sich mir jetzt sehr eingeprägt hat. Er hat dann gesagt, Maria, man darf in einer Therapie auch weinen. Weil ich habe mich immer zusammengerissen die ganze Zeit und bin dann, wenn ich aus einer Tür raus war, dann bin ich zusammengebrochen und habe ganz viel geweint. Aber da in der Stunde war es für mich ganz schwer. Und das brauchte lange Zeit, bis es dann für mich leichter wurde, auch vor Menschen weinen zu können. Und irgendwann kam dann so der totale Zusammenbruch, genau. mit Anfang 20 oder um die 20. Was ist da passiert? Genau. Ich habe mein Abitur gemacht und wollte Medizin studieren und für mich war es sehr klar, wie mein Leben aussehen würde und wie man das so im Kopf manchmal hat. Und dann habe ich nach einer Crash-Diät, wo ich sehr viel wieder abgenommen hatte, habe ich in sehr kurzer Zeit aufgrund einer Stoffwechselerkrankung, die nicht entdeckt wurde am Anfang, in sehr kurzer Zeit 22 Kilo zugenommen. Was ein Albtraum. Ja, und vor allem in der Situation für Sie. Genau, in der Situation für mich war das der Super-GAU. Mhm. Und so bin ich wirklich zusammengebrochen. Und weil das, was damals ja so stark in meinem Leben war, war, dass ich über das Gewicht, dieses ewige, ich kontrolliere weiter, ich strenge mich an, dann wieder nicht kontrollieren, dann wieder anstrengen, ich kontrolliere. Durch diese Stoffwechselerkrankung ging keine Kontrolle mehr. Der Zeiger auf der Waage ging immer höher, immer höher, immer höher. Und das hat mich in Kontakt gebracht mit einer tiefen Ohnmacht, eben aus den Erlebnissen meiner Kindheit. Und dann gab es den Zusammenbruch und dann ging gar nichts mehr. Ich konnte kein Studium machen, ich bin ganz tief gefallen. Und dann kam eine sehr schwere Depression, von der ich später natürlich für mich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, erfahren durfte, die war die ganze Zeit da. Ich habe sie durch Extremaktionismus, durch Leistung versucht, schön in Schach zu halten. Und in der Zeit damals bin ich dann wieder zu diesem Psychiater und der hat zu mir gesagt, er kennt eine Frau,
Eine Therapeutin, die er mir sehr empfehlen würde. Und zu ihr bin ich gegangen und habe ihr auch mein erstes Buch hier auch gewidmet vor vielen Jahren, weil ich ohne sie sicher nicht mehr hier wäre, weil ich war immer wieder suizidal auch und habe damals eine tiefe Reise begonnen, habe im Trial-and-Error-Verfahren unglaublich viele Übungen entwickelt, weil für mich war klar, ich kann nicht nur einmal in der Woche zu dieser wunderbaren Therapeutin gehen. Was ist mit den 6 Tagen dazwischen? Ich komme mit mir nicht klar. Und habe dann eben angefangen, mir Brücken zu bauen über Übungen. Wie kann ich mich irgendwie ins Gespür bekommen? Wie bekomme ich mich irgendwie zu fassen? Wie kamen Sie auf die Idee, dass da was Tieferes noch erforscht werden möchte? Weil ich ganz heftige Flashbacks hatte. Also am Anfang war es eben hin und wieder Albträume, aber dann fanden diese Albträume quasi am Tag statt. Ich habe dann Dinge gesehen, die gar nicht real da waren. Ich hatte Erinnerungen, die plötzlich in die Gegenwart reinkamen. Und war in sehr, sehr großer Angst und ständig in Ausnahmezuständen. Und deswegen war ganz klar, hier stimmt was nicht, hier muss es noch viel mehr geben. Und durch die Übung, weil ich war sehr stark dissoziiert, ich hatte auch am Anfang kein Gespür für meinen Körper, konnte mich nicht richtig wahrnehmen, weil ich sehr stark dissoziiert war. Und habe dann eben angefangen, wirklich in ganz kleinen Schritten ganz viele Übungen zu entwickeln. Die meisten sind im Papierkorb gelandet, die hatten keinen Bestand. Aber es gab Übungen, wo ich gemerkt habe, da komme ich mir näher. Und ich bin am Anfang hauptsächlich am Essdruck entlang gegangen. Können Sie mal so ein Beispiel dafür vielleicht sagen? Ja, gerne. Also ich erinnere mich eben, das war für mich, es gab so bestimmte Meilensteine auf dem Weg, die so Aha-Erlebnisse waren. Ja? Und ein ganz großes Erlebnis war für mich, dass ich während eines Essanfalls, ich bin immer wieder in die Küche gegangen und habe mir ein Brot nach dem anderen geschmiert und gegessen. Und ich wollte das nicht. Und ich habe dabei geweint und ich musste es trotzdem tun. Es war wirklich sehr zwanghaft. Und als ich dann, ich weiß nicht, das 6., 7., 8. Brot, ich weiß es gar nicht mehr, dann wieder zum Wohnzimmer ging und das Brot dann wieder essen wollte, habe ich mich für einen Moment gefragt, da kam plötzlich ein Gedanke in diesen vollkommenen Automatismus rein. Und der Gedanke war, wie fühle ich eigentlich, dass ich Essdruck habe? Wenn es nur ein Gedanke wäre, dann müsste ich doch nur einen Gegengedanken haben. Aber so war es ja nicht. Und dann bin ich wie einmal kurz so aufgewacht und dachte, wie nehme ich das eigentlich wahr? Wie nehme ich die Gier wahr, dieser Drang, der mich hier wirklich peinigt? Ja? Und da habe ich gemerkt, dass ich ihn gespürt habe. Bei mir war es ein Loch im Hals. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es, ich hatte das Empfinden eines Lochs im Hals. Das gefüllt werden möchte, oder? Nee, also in erster Linie erstmal einfach eine Wahrnehmung. Da ist irgendwie ein Loch im Hals. Also nicht real, aber vom Gefühl her. Und in diesem Bereich, in diesem Loch, habe ich ganz viele Schreie von mir gehört. Und ich dachte, okay, jetzt werde ich völlig verrückt. Wieso höre ich jetzt Schreie? Aber irgendwie hatte ich den Impuls, geh dem nach. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich heute würde ich sagen, es hat endlich mal jemand zugehört, dass es ein Kind in mir gab, was die ganze Zeit geschrien hat. Und dann habe ich da weiter assoziiert und habe mich dann gesehen in bestimmten Situationen. Und ich habe gemerkt, durch dieses Entree, mein Essdruck ließ nach. Als wenn der Essdruck für mich damals wie ein Anzeiger war. Ein Hilfeschrei? Oder auch eine Alarmanlage, ein rotes Licht, was immer wieder sagt, schau her, fühl her, fühl her. Und in dem Moment, wo die Hinwendungen kamen, beruhigte sich das. Was dann hochkam, war überhaupt nicht ruhig. Aber es war, als wenn die richtige Bühne plötzlich gefunden war. Und das war für mich unglaublich, dass ich eine Handhabe hatte auf den Essdruck, Einfluss nehmen zu können, nicht indem ich ihn irgendwie wegmache, sondern indem ich ihn als Wegweiser nehme. Und das hat sehr, sehr vieles vollkommen geändert. Und so begann eben dann die wirklich tiefe Reise, die dann über viele Jahre ging und die mich an sehr, sehr wundersame Orte in mir gebracht hat. So. Aber die sicherlich auch sehr schwer war in vielen Momenten. Ja, sehr, sehr schwer in vielen Momenten. Aber wie das so ist, ne? Manchmal braucht man, um wirklich einen Spurwechsel zu machen, eine lange Zeit auch des Nichtwissens, was ist. Und dann landen wir in der Dunkelheit. Und auch die Dunkelheit im Laufe der Zeit ja nicht als etwas kennenzulernen, wo der Antrieb nur ist, wie komme ich hier raus,
sondern wenn wir das Licht ausmachen, können wir erstmal nicht sehen. Aber irgendwann beginnen ja unsere Augen sich ein bisschen daran zu gewöhnen und dann fangen wir an, ganz anders zu sehen. Und ganz am Anfang wollte ich nur schlank sein, ich wollte die Depression nicht haben, ich wollte die Angststörung nicht haben, ich wollte in das Leben, von dem ich dachte, das sei meins. Und durch diesen ganzen Spurwechsel wurde deutlich, das ist es nicht, Maria, dein Leben geht da lang. So. Und das, heute bin ich sehr dankbar, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das erfahren konnte, weil es natürlich mich heute eine Arbeit machen lässt, für die ich zutiefst dankbar bin, dass ich sie machen darf. Sie haben das weiterentwickelt. Sie haben auch schon gesagt, Sie haben auch Bücher geschrieben. Genau. Und haben das noch mehr verallgemeinert, sodass es wirklich auch Menschen begleiten kann auf ihrem eigenen Weg. Genau. Wie vielleicht nähern wir uns dem Thema mal noch mal ein bisschen allgemeiner an. Gerne. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, die zum Beispiel zu einem Essdruck führen können. Was genau könnte das so sein? Ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass sich jemand einsam fühlt. Es kann sein, dass sich jemand traurig fühlt. Es kann sein, dass jemand wütend ist und die Wut hat keine Erlaubnis, da zu sein. Es kann sein, dass eben schmerzhafte Erinnerungen auftauchen und wir haben gar nicht innerlich ein Gefäß dafür. Die Unterschiede sind sehr, sehr verschieden. Aber was allen gleich ist, ist, der Essdruck ist einerseits ein Wegweiser zu einer tiefer liegenden psychologischen oder emotionalen Ebene. Wenn wir eben nicht mit Ernährungsplänen daran gehen oder mit Sportprogrammen, weil das ist ja das, was wir normalerweise tun. Und das versuche ich eben auch in meinem neuen Buch sehr deutlich zu machen, dass dieser Kampf, solange wir glauben, wir müssen etwas in uns kontrollieren, bleiben wir im Selbstoptimierungskampf verhaftet. Und dieser Kampf zwischen diesen beiden Seiten in mir, eine sagt, ich brauche Hilfe, Hilfe, und eine sagt, ich gebe dir den Plan, dann kriegen wir das schon irgendwie wieder unter Kontrolle. Das ist wie wenn man auf verschiedenen Ebenen ganz kommuniziert. Genau, ne? Ganz genau. Ne? Wir kommen so nie aus dem Kampf raus. Und es braucht ein Handwerkszeug, ein psychologisches Handwerkszeug, weil zu sagen, ach, ist doch einfach weiter, bringt uns auch nicht aus dem Kampf raus, da bleiben wir immer noch drin. Also was kann es sein, wenn es nicht Kontrolle ist und kein Freischein? Und auf diesem schmalen Pfad, der am Anfang so schmal wirkt, aber da drin ist ein Universum, ja, ein Universum an Erfahrungen, die wir mit uns machen können, da können wir lernen, uns gut zu navigieren und uns sehr tief kennenlernen. Und ich nenne es eben die emotionale Selbstbegleitung. Und die kann man natürlich nicht nur auf Essen anwenden. Im Laufe der Zeit habe ich das auf die Depressionen angewendet, auf die Angststörung angewendet. Und auf diesem Weg durfte ich ja 30 Kilo verlieren, ohne irgendeine Form von Reglementierung, sondern wirklich ohne Diäten, ohne Extrasport, ohne mentales Training, Pläne. Gar nicht, sondern wirklich immer wieder durch die Hinwendung an das psychische Gewicht, an die biografischen Kilo. Mhm. Und im Zuge dessen konnte auch meine Depression und Angst vollständig heilen. Das ist für mich heute wie ein anderes Leben. Ne? Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. So. Das heißt, wie kann ich mich dem nähern, wenn ich merke, da ist irgendwas, wogegen ich kämpfe? Oder das muss sich ja auch nicht in einem Essdruck zeigen. Das kann sich ja auch in allen möglichen anderen Dingen oder Situationen zeigen. Wie könnte sich das noch zeigen? Eigentlich in allen Symptomen, unter denen wir leiden. Ich mache einen großen Unterschied zwischen Leiden und Schmerzen haben. Dass wir Menschen immer wieder auch in Situationen geraten, wo es uns nicht gut geht, wo wir seelische oder psychische Schmerzen haben, das halte ich für natürlich, nicht für normal, für natürlich, weil es auch manchmal ein Wachstumsschmerz ist. Ja? Aber zu leiden hat mit Wachstumsschmerz in der Regel nicht viel zu tun. Bei Leiden kommt eine Ohnmacht rein. Ich werde es niemals schaffen. Und das trennt uns sehr weit ab vom Leben, weil es uns von uns selbst auch sehr weit abtrennt. Und wir landen in einer inneren Blase, die oft von biografischen oder in der Regel von biografischen Verwundungen geprägt ist. Und deshalb können wir jedes Symptom nehmen und können uns
durch das Symptom viel tiefer kennenlernen. Aber ich finde ganz wichtig dabei, weil zu sagen, fühl deine Gefühle oder fühl deine Emotionen. Ist gar nicht so leicht vielleicht. Ne? Genau. Mhm. Und ich finde das auch sehr respektlos, das zu sagen. Mhm. Also gerade aus meiner Zeit damals weiß ich, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gedacht, du hast keine Ahnung, in welcher Hölle ich sitze. Natürlich. Ja? Worum es geht aus meiner Sicht und was mir den Weg wie ich den Weg herausgefunden habe und was ich eben auch weitergebe, ist diese emotionale Selbstbegleitung. Und dabei spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass wir uns sehr stark dort abholen, wo wir tatsächlich sind. Weil der Kampf, den wir innerlich haben, der ist uns in der Regel überhaupt nicht gewahr. Es wird so, es gibt Situationen, da ist es ganz deutlich, ne? Ich will das nicht haben oder so, aber es geht ja viel subtiler. Wir bauen im Laufe unseres Lebens, ich nenne es ein biografisches Schutzprogramm auf. Was ist das? Empfinden bestimmte Persönlichkeitsseiten zu uns zugehörig, ich nenne es das geliebte Kind. Und wir empfinden bestimmte Persönlichkeitsseiten nicht zu uns zugehörig. Das heißt, die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht haben. Mhm. Ne? Der Schweinehund, die ganze Sprache, unsere Sprache ist voll. Ne? Du musst dich am Riemen reißen, du musst Ängste überwinden, du musst Depression bekämpfen. Es ist so normal, dass wir kämpfen gegen uns selbst, weil wir in einer Gesellschaft, aus meiner Sicht, in einer geliebten Kindgesellschaft leben. Und für alles andere gibt es dann eben Pülverchen und mentale Programme und wir klopfen das weg oder atmen das weg. Aber es ist noch viel subtiler. Ich beobachte eben wirklich, dass es auch im spirituellen Bereich oder auch im psychologischen Bereich, im therapeutischen Bereich einen großen blinden Fleck gibt, wenn wir wunderbare therapeutische Ausrichtung oder großartige Weisheitslehren, wenn wir sie aus dem geliebten Kind heraus tun. Und das tun wir in der Regel fast immer. Das heißt, aus diesem Wunsch so oder so zu sein. Genau. Ich möchte gerne im Extremfall beim Meditieren, ich möchte gerne erleuchtet sein. Ich möchte gerne das und das erfahren. Ich würde immer die Frage stellen, warum und wer will das eigentlich erfahren und was ist dann anders als jetzt? Weil in der Regel ist es immer ein Bestreben, von dem wegzukommen, wo ich bin. Und nochmal, ich halte das für zutiefst menschlich. Wenn wir leiden, wir wollen nicht leiden. Niemand leidet freiwillig. Ne? Da schaltet sich eigentlich dieses Schutzprogramm ein, genau, was wir möglicherweise als Kinder oder Heranwachsende schon verinnerlicht haben und automatisch leben, ja, weil zum Überleben das eben wichtig war, wie in Ihrer eigenen Geschichte auch. Genau. Ne? Wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns unserem Familienfeld, unserer Familie anpassen. Und die Familie ist die Welt am Anfang, ist das Leben. Ne? Und so bilden wir eben sehr stark, sehr schnell in uns ein großes Parteiischsein aus. Wir sagen, so will ich sein. Und oft machen wir eben das, wie unsere Bezugspersonen wollten, dass wir sind, also wie wir sein sollen, machen wir zu dem, wie wir sein wollen. Und hinterfragen das gar nicht. Wir hinterfragen, wenn wir zu einem Therapeuten gehen, hinterfragen wir in der Regel nicht unsere positive Motivation, sondern wir hinterfragen immer die negative. Aber die positive Motivation muss genauso hinterfragt werden, weil sie innerhalb des Schutzprogramms wirkt. Und meine Erfahrung auf meinem Weg ist, der Ausstieg aus einer wirklich ganz grundsätzlichen Leidensspirale, das sind ja wirklich tiefe Erfahrungen, die wir da machen, dass wir es nicht selber machen müssen, dass es etwas gibt, was uns trägt. Nicht im verklärten Sinne, sondern wirklich in einem Sinne, von dem ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir Menschen in Kontakt kommen mit unserer Vielschichtigkeit. Dass wir da die Erfahrung machen können, es gibt einen Punkt, wenn wir den Kampf in uns immer wieder anschauen und ihn begleiten, emotional begleiten, auf eine spezielle Form begleiten, da steigen wir grundsätzlich aus der Leidensspirale aus. Und das ist eine völlig andere Art zu leben. Schmerzen gibt es immer noch. Aber Schmerzen ist nicht Leiden. Gibt es vielleicht noch ein Beispiel, dass es veranschaulicht, wie Sie auch aus manchem da ausgestiegen sind oder manches hinterfragt haben? Weil wenn es so automatisch und so eigentlich einfach abläuft, ohne dass wir es wahrnehmen und es auch sich normal anfühlt, weil wir es nicht anders kennen, wie kann ich mich dann an einer Stelle dem nähern? Wie kann ich mich wirklich selbst hinterfragen und kennenlernen in einer tieferen Art und Weise? Zum Beispiel, wenn ein quälendes Symptom da ist, kann ich mich fragen, welche Meinung oder Haltung habe ich eigentlich gerade zu dem Symptom?
Also es gibt ja einmal die Persönlichkeit. Können wir jetzt an einem Beispiel festmachen? Ja. Ich glaube, dann kann man es noch besser mitverfolgen. Gerne. Zum Beispiel, wenn ich depressiv bin, dann gibt es ja eine Seite, die ist depressiv, da geht es schlecht. Es gibt aber immer auch eine Seite, die in Relation dazu steht. Ich will das nicht haben. Wie lange muss ich denn noch depressiv sein? Lieber Gott, warum hast du mir das denn hier gegeben? Ja? Warum fühle ich mich so schlimm vom Leben bestraft? Wir haben immer eine Meinung zu einem Gefühl. Deswegen sage ich auch, fühlen ist nicht gleich fühlen. Zu sagen, fühl mal deine Gefühle, es ist immer das Entscheidende, mit welcher Haltung fühle ich das denn? Und wenn ich jetzt bemerke, es gibt einmal die depressive Seite in mir und es gibt die Seite, die die Depression nicht haben möchte, brauchen beide Seiten eine Begleitung. In der Regel sitzen wir aber in der Therapie oder wo auch immer oder mit uns selbst oder lesen Bücher oder so, rennen zu Seminaren und sind uns nicht gewahr. Wir sind im geliebten Kind, das geliebte Kind. Ich will diese Depression nicht haben. Ich will endlich in mein Leben kommen. Frei sein. Frei sein, was total berechtigt ist, ja, total berechtigt. Das ist aber nur eine Seite des Systems. Und dann gibt es die Seite, die zieht sich von der Welt zurück. Der ist die Welt viel zu viel. Die möchte lieber schlafen und da geht es sehr, sehr schlecht. Tiefe Sinnlosigkeit, das ist grau in einem. Beide Seiten sind Teil des Schutzsystems, des Schutzprogramms, des emotionalen Überlebensprogramms. Und wenn ich nicht beide beginne, mich zu widmen, komme ich aus dem Kampf nicht raus. Es kann sich dann vieles verändern in meinem Leben durch Therapie, aber aus dem grundsätzlichen Kampf, oder ich könnte auch sagen, die Gnade des Aufwachens geschieht mir dann nicht. Und es ist aber nicht etwas, was irgendwie nur Privilegierten zuteil werden kann. Das ist Quatsch. Sondern ich erfahre auch in der Arbeit mit Menschen, das grundsätzliche Problem ist, dass uns der Kampf, weil er so subtil ist, in der Regel gar nicht auffällt. Und wie kann ich mich dann diesen beiden Seiten adäquat widmen oder so widmen, dass dieser Kampf irgendwann mal auch weniger wird und oder genau, aufhört? Genau. Es ist ein immer wieder sich fragen, und ich meine, ich habe viele Übungen, biete ich eben an, ne, um sich dem anzunähern, weil es ist ein Weg, das geht nicht so. Und das ist ja oft auch das, was für Menschen nicht so leicht ist. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit und dann wird mir ganz oft gesagt, gib mir 3 Tipps, Maria. Und dann, wo ich sage, der erste Tipp ist, es gibt keine... Vor dem Urlaub und nach dem Urlaub ist dann alles gut. Genau, ganz genau. Ne? Ja. Und der erste Tipp ist, es gibt keine schnellen Lösungen. Es gibt keine Tipps, wie ich rauskommen kann. Es gibt einen Weg und es gibt Schritte dorthin. Und wenn Sie fragen, was ja auch normal ist, die Frage muss ja kommen, wie kann man das denn vielleicht machen, wie kann man sich da annähern, gibt es eine Möglichkeit, überhaupt im Alltag sich mal zu fragen, das ist ja der erste Schritt und der ist schon sehr mächtig, wenn ich mich nicht wohlfühle, was genau fühle ich und was denke ich über dieses Gefühl? Um diese beiden Seiten, das geliebte und das ungeliebte Kind, überhaupt erst mal vor mir zu haben. Und dann ist ja die interessante Frage, wer in mir nimmt das eigentlich wahr? Wenn ich etwas wahrnehme, muss ich mehr sein als das Objekt, das ich wahrnehme. Wenn ich meine Hand wahrnehme, muss ich mehr sein als die Hand. Wenn ich die Hand bin, kann ich die Hand nicht wahrnehmen. Wenn ich also beginne zu bemerken, da ist das und das Empfinden. Ich habe Essdruck und darunter ist vielleicht eine Traurigkeit. Und dann habe ich eine bestimmte Meinung zu der Traurigkeit. Ich will die nicht haben. Dann geht es nicht darum, dass es besser wäre zu sagen, ich will die Traurigkeit haben, sie darf da sein, weil ich halte das für absolut Pseudo-Akzeptanz. Da sind wir wieder im Kampf. Jetzt glücklich macht das ja dann auch nicht. Nein. Und hier geht es ja um ein Aufwachen. Und wir laufen dann irgendwie unterm Radar. Es ist so wichtig, dass die ablehnende Seite genauso ein Daseinsrecht bekommt, wie die Seite, die ich ablehne. Und dann stellt sich ja die Frage, wer nimmt das denn in mir wahr? Und das ist nicht nur die Metaebene. Wenn man dann beginnt, diesen Weg zu gehen, Metaebene ist, kann innerhalb des Systems immer noch sehr gut stattfinden. Es ist eine Instanz, ich nenne sie die liebevolle Prozessbegleitung, die quasi außerhalb unseres Schutzsystems sich befindet und die zutiefst persönlich ist und darüber hinausgeht. Und das zu beschreiben ist schwierig. Eine Klientin von mir sagte vor kurzem,
als sie das versucht hat, jemanden zu beschreiben, das sind ja Erfahrungen, das ist ja kein kognitives Konzept, ja. Wie kann man jemandem das mehr erklären? Man kann sagen, es ist blau oder grün und es riecht nach Salz, aber letztlich muss man ja irgendwann ins Meer steigen, um zu merken, ach so ist das. Ne? Also es geht auf diesem Weg darum, langsam aber sicher eine Instanz in sich zu spüren, die mit beiden Seiten in Kontakt treten kann und nicht parteiisch ist. Und das kann man sich nicht vornehmen. Diese Instanz wächst dadurch, dass wir uns erlauben, voll parteiisch zu sein. Wenn also eine Seite in mir sagt, ich fühle mich benachteiligt, ich will diese Depression nicht haben, dass ich als liebevolle Prozessbegleiterin, ne, diesen Prozess begleite und erlaube, dass das noch viel mehr da sein darf. Und dann gibt es so bestimmte Wahrnehmungsebenen. Es gibt, ich habe damals ein inneres Navigationssystem entwickelt, was ich auch zeige, wo man dann nicht nur erkennt, aha, da ist die Seite, sondern wo man über innere Wahrnehmungsebenen sehr tief mit dieser Seite sich verbinden kann und sie ihr wirklich einen Ausdruck gibt. Und im Laufe der Zeit müssen wir nicht mehr darauf warten, dass das chronische Symptom geht, damit wir ins Leben kommen, sondern wir erfahren immer mehr, das ist das Leben. Mein Leben in diesem Moment sind diese beiden Seiten. Und es gibt etwas darüber. Und wenn das alles beginnt, sich zu vereinen, dann tritt ein tiefer Frieden ein, weil wir müssen nicht mehr irgendwo hinkommen. Dann geht es nicht darum, abzuwarten, bis ich irgendwo bin, genau. Sondern dann bin ich in dem Prozess und das ist schon das Abenteuer. Also es ist eigentlich eine Abenteuerreise. Total. Also totale Abenteuerreise. Mir fällt kein anderer Begriff ein. Ja, aber genau. Eine tiefe Forschungsreise und eine. Da braucht man schon auch ein bisschen Neugier, oder? Und auch oder, also ich sage oft, wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst, dann machen wir uns auf den Weg. Aber manchmal, auch in meinem Fall, manchmal ist Leid auch das Erste, was uns... Weil es nicht anders geht. Weil es nicht anders geht. Aber dann ist es natürlich wichtig, wenn wir Leiden begegnen mit, und das tun wir ja häufig, weil wir, wie gesagt, auch in einer Gesellschaft noch leben, in der das so anerkannt ist. Wie kann ich mich wieder in einen Funktioniermodus bringen? Dann fehlt aber ein psychologisches und spirituelles Wachsen da drin. Wenn wir nach der Krise dieselbe Person sind wie vorher, dann ist die nächste Krise schon vorprogrammiert. Das heißt, die Krise enthält eine Chance? Ja. Also man sagt das ja so dahin. Ja. Und manchmal finde ich es auch schmerzhaft, wenn jemand sagt, ja, du musst einfach nur die Chance in der Krise sehen. Ja. Aber jetzt mal für mich, steckt doch da wirklich was drin, wenn ich für mich mich auf den Weg mache dahin. Nicht, wenn mir das jemand um die Ohren haut, das meine ich damit nicht. Genau. Und ich finde auch schön, dass Sie das eben so sagen, weil ich das auch immer und immer wieder betone. Wir reden hier über etwas und vielleicht sehen ja auch manche Menschen jetzt gerade zu, denen es wirklich schlecht geht. Und das ist nicht mal eben, mach doch mal eben das oder das. Das wäre nur wieder das geliebte Kind. Ne? Konzept finden, so muss ich es machen. Es braucht wirklich Zeit, dass die unterschiedlichen Seiten in uns Luft bekommen, dass sie eine Stimme bekommen. Dass, und zwar beide, auch das geliebte Kind, was wir eben normalerweise überhaupt nicht wirklich wahrnehmen, weil es dann so schön auf Potenzialentfaltung heißt. Aber wirkliche Potenzialentfaltung hat als Wurzel, wie ich oft sage, Freude. Die meisten Menschen haben aber Angst als Wurzel. Ich muss mein Potenzial entfalten, ich komme sonst nicht in mein Leben. Und so sind sie immer in einem Wenn-Dann. Wenn ich doch erstmal mich mehr entwickelt habe, wenn ich doch erstmal diese Depression los wäre, wenn ich doch endlich schlanker wäre, wenn ich den richtigen Partner hätte. Das Leben wird immer verschoben. Man rennt eigentlich hinterher. Genau. Und dadurch verpassen wir es. Und zu spüren, ich will dieses Leben nicht, braucht einen Ausdruck. Diese Seite braucht eine Begleitung, statt ein irgendwo hingucken und sagen, oh ja, das könnte viel, aber da muss ich doch. Und wenn Leute zu mir kommen, sind sie natürlich voll da drin. Das ist ja auch klar, das war ich auch. Ne? Und damit ist nichts verkehrt, sondern wenn jemand kommt und eben zum Beispiel sagt, ich habe Depressionen und ich möchte es, was kann ich machen, damit ich das jetzt loswerde, dann schauen wir uns oft als erstes die Seite an, die es loswerden möchte. Weil das ist, ich nenne es oft die äußerste Zwiebelschicht. Ja? Um das wahrzunehmen. Um das wahrzunehmen und von dort aus dieser Zwiebelschicht überhaupt langsam ein Entree bekommen zu können.
Denn es gibt ja dieses Phänomen, wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja dieses Phänomen, dass manchmal Menschen Jahre oder Jahrzehnte auf einem Heilungsweg versuchen zu sein und vielleicht schon viele Jahre Therapie gemacht haben. Ich erlebe das immer wieder auf meinen Seminaren. Und dann sitzen Menschen da, die sagen, Maria, ich weine seit 20 Jahren. Ich habe überhaupt kein Interesse, noch einmal in diese Traurigkeit irgendwie hineinzugehen. Mir reicht's mit dem Weinen. Und da wird schon deutlich, dass es gibt das geliebte Kind, ich will nicht noch mal ins Wein rein, und es gibt die, die weint. Da ist eine Traurigkeit. Und was ich dann oft den Menschen sage, ist, dass es ja das Phänomen geben kann, dass ich die ganze Zeit weine, jahrelang, immer wieder in Therapien, aber ich bin nicht mit der Seite identifiziert, die weint. Mhm. Während ich weine, bin ich die ganze Zeit identifiziert mit einer Seite, die sich gepeinigt fühlt, die weint. Und so kann die Weinende nie landen, obwohl ich weine. Und die sagt, ich habe keine Lust mehr zu weinen, kann auch nicht landen. Und so bleiben wir wieder in diesem Kampf. Und dann kann es sein, dass wir 20 Jahre Therapie machen, sehr viele Emotionen schon durchlebt haben, aber immer noch in diesem Kampf hängen und dadurch keine Seite wirklich ein Daseinsrecht hat. Nachdem Sie eine ganze Zeit diesen Weg gegangen sind oder einfach auch vieles heil wurde, wie hat sich das angefühlt für Sie? Mhm. Also erst war ja so dieser Schmerz und dieser, es geht nicht mehr, dieses Leid, diese leidvolle Situation. Wie war es dann und wie ist es heute? Ja, also für mich gab es Momente, da hatte ich den Eindruck, jemand nimmt mir einen Vorhang weg. Ja, da hatte ich plötzlich einen ganz anderen Blick, nicht nur für mich, sondern für das Leben, für die Welt. Und ich war geflasht. Also das waren ganz, ganz unglaubliche Momente. Der Vorhang ging aber immer wieder zu. Und so bin ich weiter meinen Weg gegangen. Und dann nahm es natürlich auch spirituelle Dimensionen ab einem bestimmten Punkt an. Ich habe nicht meditiert dafür. Ich habe, als ich damals in der Krise war, gab es auch eine Zeit, da habe ich versucht, Kurse zu finden zum Meditieren, weil irgendwo hatte ich gelesen, da war das ja noch nicht so en vogue wie jetzt mit dem Meditieren, aber ich hatte gelesen, das könnte helfen. Und für mich ging das damals gar nicht, weil mein Weg so stark über die Emotionen lief und ich bei mehreren Gruppen in Hamburg war, bei zwei oder drei Gruppen, wo es immer hieß, die Emotionen seien nicht wichtig. Ich sollte mich lieber mit dem Höheren verbinden und ich konnte das nicht tun. Ich hatte das Gefühl, ich amputiere mich. Oder es wurde gesagt, deine Gedanken, wenn die so schnell kreisen und so, lass sie, das ist einfach nur ein plappernder Affe, lass einfach reden. Wo ich dachte, das ist nicht meine Erfahrung, wenn ich mit mir mich begleite, merke ich, dass in diesen Gedanken ganz wichtige Informationen stecken. Deswegen konnte ich diesen Weg damals nicht gehen und war sehr frustriert. Aber es war eben noch mehr, dass die Information, du musst das auf deine Weise machen. So. Und ich hatte als Kind schon einige Erfahrungen auch mit Spiritualität, allerdings auch nicht nur positive. Und bin dann, als ich dann langsam diesen Weg gehen konnte, der ging vor und zurück, habe ich dann, wie ich eben sagte, immer wieder Momente gehabt, wo das so ein Aufwachen war. Und das war sehr, sehr, sehr tief für mich. Und dann habe ich erfahren, durch bestimmte Weisheitslehren, wo mir Leute gesagt haben, das ist ein Zustand, der ist da und da oder wird da und da beschrieben, dass das automatisch kam. Mein Eindruck war, je tiefer ich nach unten gehe, desto mehr öffnet sich etwas nach oben, wenn ich nicht im Kampf bin. Wenn diese Prozessbegleitung, die ist ja zutiefst persönlich, aber ich habe sie auch erfahren als überpersönlich, ja, also da gab es eine Öffnung. Und ich sage das nicht im esoterisch verklärten Sinne, weil ich rede von einem Weg, der wirklich mit Schmerzen verbunden ist und kein Zuckerguss beinhaltet. Aber dadurch, dass die Schmerzen einen Raum bekommen haben, einen Ausdruck, reinigt sich etwas, klärt sich etwas. Und irgendwann, das hat aber Jahre gedauert, irgendwann ging der Vorhang nicht mehr zu. Und das war... ja, da kann ich gar nicht die Worte für finden. Das war einfach unglaublich. Mhm. Ja. Eine Freiheit? Eine Tiefe? Ja, also... Also ich vor allen Dingen versuche mich da nur so ran, wenn der Kampf zu Ende ist, dann ist Frieden. Genau. Oder? Genau.
Die Pole sind immer noch da. Wir leben in einer Welt, da gibt es überall ein Für, ein Wider, ein Hell, ein Dunkel. Es gibt eine andere Dimension, da ist das nicht. Aber wenn ich hier sitze, dann gibt es Lichter und wenn die Lichter ausgehen, ist dunkel. Wir sind in einer Polarität. Und diese Polarität bleibt. Was sich ändert, ist, dass wir nicht mehr mit ihr identifiziert sind. Das heißt, wir können dann die einzelnen Aspekte nehmen. Ich habe in meinem Leben auch Schmerzen, wenn Dinge geschehen, aber ich fühle kein Leid. Es sind für mich mittlerweile, das ist wie ein Informationsträger. Und wenn wir nicht identifiziert sind, dann ist das Leben nicht mehr gegen uns. Und dann ist das kein Konzept, das Leben ist nicht gegen uns, sondern wir sind einfach mit etwas Tieferem verbunden. Und ich möchte noch mal sagen, das ist nichts Privilegiertes. Weil es klingt, wenn ich mich hier reden höre, denke ich, ich glaube, dass das etwas sehr Natürliches ist. Und ich glaube, dass wir aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die wir zu Beginn unserer Kindheit machen, eine Spaltung vornehmen, die wir auch vornehmen müssen. Und der Weg zurück aus der Spaltung raus, der steht jedem Menschen zu. Und ich möchte noch mal betonen, ich mache einen Riesenunterschied zwischen Esoterik und Spiritualität, weil ich oft erfahren habe, dass Menschen Esoterik, dass es eine Strömung ist. Ich weiß, dass das vom Wort her gar nicht so gemeint ist, aber so habe ich irgendwann die Unterscheidung getroffen. Da bleiben wir in einem geliebten Kind, was immer versucht, einen Zuckerguss drauf zu gießen, auf das Leidvolle. So nach dem Motto, das hat bestimmt einen Sinn, dass ich jetzt gerade so leide. Und das mag ja sein, dass es einen Sinn hat, aber wenn ich mir nicht erlaube, im gleichen Atemzug zu sagen, ich hasse das, dass ich leide, wenn das dann durch den Zuckerguss gar nicht mehr wahrnehmbar ist, dann wird es problematisch, weil dann bin ich im Kampf und bekomme ihn nicht mal mit. Mhm. Heute begleiten Sie Menschen therapeutisch, geben Seminare, genau. Schreiben das in Büchern. Das ist einfach auch, Sie beschreiben das als einen Weg, den jeder gehen kann, wenn er möchte, der sicherlich mit mancher Herausforderung verbunden ist und auch lange dauert. Würden Sie sagen, er ist irgendwann mal zu Ende? Nein, ganz und gar nicht. Ich empfinde es eher so, dass ich immer wieder am Anfang stehe. Also es ist wirklich so, solange wir leben, versucht sich etwas in uns zu entfalten. Lebendig sein heißt ja Entfaltung, ne? Dass Lebenskraft sich entfaltet und dass dort, wo wir merken, die Lebenskraft kann nicht sich entfalten, da wo es Reibung gibt, dass wir dort eben noch bewusster, noch gewahrer werden können, noch mehr aufwachen dürfen. Und von daher ist das ein endloser Weg. Aber wenn es nicht mehr darum geht, irgendwo anzukommen, dann ist das wunderbar. Das Problem mit diesem Weg ist ja oft, dass Menschen glauben, okay, und wann komme ich an? Wann komme ich denn endlich an? Vom Ergebnis her ja, eigentlich dann. Ja, und das ist doch klar. Ne? Und dann das wirklich, also nicht wegzumachen, sagen, ja, du möchtest ankommen. Welche Seite in dir möchte ankommen? Was ist hier so schlimm für dich? Magst du mir erzählen? Können wir das ein bisschen erkunden? Dass die Seite, die quasi nicht verbunden ist in uns, durch die Hinwendung und dadurch, dass sie ein wirkliches Daseinsrecht bekommt, dass sie dadurch ins Jetzt kommen kann. Weil die ist ja immer in der Zukunft. Mhm. Weil sie in der Vergangenheit dann ist hängt. Sie nicht greifbar. Genau, weil sie in der Vergangenheit hängt, in Verwundung hängt, ist sie immer in der Zukunft und übergeht die Gegenwart. Das Wirkliche jetzt so. Ne? Ganz herzlichen Dank, Maria Sanchez, geteilt haben, auch aus ihrem eigenen Leben und den Weg. Sehr spannend. Danke. Vielen Dank. Eine spannende Abenteuerreise, von der man am Anfang noch nicht weiß, wo sie hinführt. Danke, dass Sie auch mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Wenn Sie tiefer ins Thema einsteigen wollen, dann könnte Sie vielleicht eins der Bücher von Maria Sanchez interessieren. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage zu dieser Sendung.